Ja, herzlich willkommen wieder hier auf dem Channel. Ich muss ein kleines Entschuldigung sagen, weil dieses Video jetzt nicht ganz so erschienen ist, wie es eigentlich geplant war. Ich bin seit letzter Woche nicht so wirklich zum Videoaufnehmen gekommen. Ich bin auch nicht wirklich zum Nähen gekommen. Und dementsprechend gab es halt auch nicht wirklich was, was ich zeigen konnte. Dann habe ich mir am Mittwoch, wo ich theoretisch Zeit gehabt hätte, noch das Video aufzunehmen, dann auch noch den Nacken so ein bisschen verrenkt, dass ich da auch nicht wirklich viel geschafft habe. Ganz pünktlich wäre das Video dann sowieso nicht mehr gekommen, aber wahrscheinlich zumindest noch am Mittwoch. Aber hat alles nicht so richtig geklappt, wie es hätte klappen sollen. Und dementsprechend jetzt ein bisschen mit Verspätung heute. Nichtsdestotrotz gibt es aber ein bisschen was Neues zu zeigen, auch wenn nichts so richtig vollständig zu zeigen ist, aber es ist zumindest ein bisschen was im Gange. Am Thumbnail hat man es ja schon gesehen, am Titel auch. Es geht weiter mit dem Riding Habit. Ihr seid also Steampunk erstmal wieder los, wahrscheinlich aber nicht für sehr lange. Aber jetzt bleiben wir erstmal im Rokoko. Wie man sieht, bin ich ein bisschen vom ursprünglichen Plan abgewichen. Ich hatte ja eigentlich gesagt, ich mache ein neues Paar Poschen. Habe ich mich aber umentschieden und jetzt gesagt, nee, ich mache doch noch mal ein Panier. Habe ich bis jetzt auch keins mehr, muss man sagen. Ich habe schon mal eins gemacht vor einiger Zeit, habe es dann aber wieder auseinandergenommen, weil sich das Projekt dazu irgendwie nie so richtig durchgesetzt hat und ich mich damit nicht so richtig anfreunden konnte. Und wenn dann irgendwas im Bereich Rokoko gemacht wurde, dann war es eben eher Spätrokoko, das Hochzeitskleid zum Beispiel. Da war es dann nicht nötig. Zur Not hatte ich mir quasi mal als schnelle Variante ein paar Poschen gemacht, mit denen ich mir nicht so richtig zufrieden bin, weil mir der Stoff dafür nicht so richtig gefällt. An sich sind die aber okay, wenn Rock drüber ist und so weiter, dann ist das alles vollkommen in Ordnung. Aber statt eben jetzt quasi doppelt Poschen zu haben, habe ich gesagt, nee, ich mache doch nochmal ein Panier. Wie man jetzt schon sieht, auch wenn es noch nicht wirklich fertig ist, nicht mal ansatzweise historisch korrekt. Es ist aus schwarzer, einfacher Baumwolle. Gut, Baumwolle kann man sich drüber streiten, ob man es machen kann oder nicht. Prinzipiell durchaus möglich, aber es ist komplett maschinengenäht. Schwarz ist jetzt auch eher nicht so üblich für Unterwäsche. Aber das hatte streckenweise einfach praktische Gründe, weil der Stoff war da. Ich hatte noch schwarzes Tunnelband da. Und dementsprechend ist es jetzt halt schwarz. Hinterher ist es eh unten drunter, davon sieht man nichts. Von daher ist mir das in diesem Fall jetzt ziemlich egal. Fertig ist es, wie gesagt, noch nicht. Hier vorne fehlt noch eine Reihe Tunnelband in der Mitte. Da muss ich nochmal welches nachbestellen, weil es dann doch nur für die Reifen gereicht hat, die jetzt drin sind. Aber das ist unterwegs, kommt also auch bald an und dann kann das unten eingesetzt werden. Weil ich da aber eben noch nähen muss, sind jetzt auch die Stahlstäbe, die drin sind, auch nur provisorisch drin. Das hält zwar an sich schon ganz gut, aber die Tunnel sind eben noch nicht zu. Das heißt, das Ganze ist noch nicht so hundertprozentig fix. Was auch noch fehlt, ist hier oben die beiden Taillenbänder, die das Ganze dann schlussendlich in Position halten. Für die Versteifung habe ich wieder das 4,9 mm breite Stahlband genommen, was eben recht stabil ist. Und dementsprechend sollte das auch diesen Wollrock gut aushalten können. Um diese Form allerdings dann hinterher auch ein bisschen gleichmäßiger, ein bisschen glatter zu machen, werde ich auch hierfür dann nochmal einen passenden Unterrock machen, damit das Ganze eben ein bisschen weicher wird und man hinterher die Stäbe nicht durchsieht. Das ist also jetzt der Part zum Rock. Da ist jetzt gerade der Status so mitten in der Arbeit. Sollte aber, denke ich, relativ fix vorangehen, weil viel fehlt da jetzt eigentlich nicht mehr. Das ist noch
Naja, Stündchen Arbeit, sobald der zweite Schwung Tunnelbahn da ist. Und dann sollte das eigentlich fertig sein. Aber das zeige ich euch dann eben auch erst im nächsten Video. Ein weiterer Punkt, der auf der Liste noch geändert wurde, weil ich ihn schlichtweg vergessen habe, ist der Bereich Hut. Ich weiß nicht, warum ich es schlichtweg verrafft habe, den mit auf die Liste zu setzen, weil angedacht war er durchaus schon. Aber irgendwie habe ich es halt echt verrafft. Ein Hut gehört auch noch mit zum Riding Habit dazu. Da wurde ich freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, auch vollkommen zu Recht. Und die Form dafür, die ist eigentlich auch schon fix festgelegt, nämlich ein Dreispitz. Ist immer ein bisschen umstritten, muss man sagen. Hat natürlich immer so ein bisschen dieses Piraten-Image. Und gerade als Frauenkopfbedeckung ist das, ja, kann man drüber diskutieren, passt nicht zu allem und auch nicht immer. Bei diesem Riding Habit ist das aber durchaus in Ordnung, weil diese ganze Bekleidung, dieses ganze Erscheinungsbild sich ja durchaus ein bisschen an der männlichen Mode orientiert und dementsprechend auch keine klassisch weibliche Kopfbedeckung hier unbedingt genommen werden muss oder sollte, sondern eben auch etwas, was so ein bisschen dieses männliche Bild mit aufnimmt. Und dementsprechend soll dann hier ein Dreispitz her. Ich habe es mir jetzt einfach gemacht. Ich habe einen fertigen Hut gekauft, den es mal im Angebot gegeben hat, bei einem Schuhladen hier um die Ecke. Ist reine Wolle. Wollte ich beim Preis erst nicht glauben, weil der irgendwie kurz über 20 € gekostet hat. Habe aber dann zu Hause das ganze Ding mal ein bisschen angefackelt und tatsächlich ist es wirklich reine Wolle. Ich habe dann die Krempen ein bisschen schmaler gemacht, weil die nochmal ein großes Stück breiter war. Und damit hätte dann einfach die Krempe hier ein sehr großes Stück über den Hut hinausgeschaut. Das wäre also zu breit gewesen. Habe das Ganze also ein bisschen gekürzt und habe hier die Kante schon mal mit Hutdraht versteift, damit das Ganze ein bisschen besser seine Form hält. Und muss jetzt gucken, was für Deko und welche Deko ich hier außen noch um die Kante mache, weil dieser Draht soll natürlich auch nicht sichtbar bleiben, auch wenn es jetzt mit dem schwarz ummantelten Draht nicht sehr auffällig wäre, aber das geht natürlich schöner. Dementsprechend soll hier oben noch ein schwarzes Band rumgezogen werden und dann muss ich mal gucken. Also sehr wahrscheinlich werde ich hier nochmal so eine Ecke mit einem Band und einem Knopf dran setzen. Ob dann noch weitere Deko drankommt, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Wird sich aber wahrscheinlich auch erst relativ zum Schluss dann entscheiden, wenn ich weiß, wie das komplette Kleid aussieht, damit das eben auch hinterher alles zusammenpasst. Also Hut mental jetzt noch mit auf die Liste setzen. Der gehört auch noch mit dazu, ist in Arbeit, ist schon da. Und damit auf dem besten Wege. Der sieht hier jetzt übrigens ein bisschen groß aus, weil dieser Puppenkopf relativ klein ist. Der hat nur einen Kopfumfang von 53 cm. Da ist mein Schädel ein bisschen größer. Dementsprechend sitzt er auch ein bisschen anders. Etwas, was mit auf der Liste stand, wo ich mich inzwischen für was entschieden habe, sind die Handschuhe. Hier habe ich mich ja dazu entschieden, keine selbst zu machen, auch wenn sie historisch wahrscheinlich korrekter wären, als die es jetzt sind. Aber das hier soll es jetzt erstmal so weit tun. Vielleicht überlege ich mir noch was anderes, aber erstmal bin ich mit denen hier relativ zufrieden. Sind ungefütterte Echtlederhandschuhe, die auch von der Größe tatsächlich mal recht gut hinkommen. Sind ein Second-Hand-Schätzchen. Die ich jetzt eigentlich auch schon ein bisschen länger habe, wo ich mir aber erst nicht so ganz schlüssig war, ob ich die tatsächlich für das Projekt jetzt mit dazu nehme oder nicht. Aber an sich gefallen die mir ganz gut, die sind sehr bequem.
Das Einzige, was ich mal versuchen werde, ist, die noch mal ein bisschen heller zu bekommen, weil die eben streckenweise schon so ein bisschen dunkle Flecken haben, so ein bisschen angegraut sind, gerade an den Fingerspitzen. Und da muss ich mal gucken, ob ich das ein bisschen wieder sauber kriege. Aber an sich bin ich mit denen auf jeden Fall recht zufrieden. Und die sind dann quasi auch vorerst zumindest abgehakt, außer mir laufen auf einmal welche über den Weg, die mir noch besser gefallen. Aber derweil sollen die hier erstmal ihren Dienst tun und dafür eingesetzt werden. Damit verabschiede ich mich auch schon. Tut mir leid, dass es diesmal nicht so wirklich viel Neues gibt und nicht so wirklich groß was zu sehen gibt. Wie gesagt, gab ein bisschen Aufnehmproblematiken in der letzten Zeit, weshalb ich nicht so ganz hinterhergekommen bin, aber ich gelobe Besserung. Etwas, was ich noch ganz gerne mit ansprechen würde, wäre eine weitere Idee zu Videos, die ich vielleicht, wenn ihr da Bock drauf habt, muss man sagen, mit aufnehmen wollen würde. Und zwar so eine Art Frage- und Antwortrunde. Da müsst ihr schauen, ob ihr da Bock drauf habt, denn das lebt natürlich von euch. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt die ruhig, auf welchem Wege auch immer. Und ich werde dann wahrscheinlich einmal im Monat ein Video machen oder vielleicht eins alle 2 Monate, wo ich einfach die Fragen, die auftauchen, versuche zu beantworten. Ich habe erst gedacht, dass ich das vielleicht als Live-Video mache, aber da ich mich ganz gerne auch auf Fragen ein bisschen vorbereiten will unter Umständen, um euch dann vielleicht auch was Passendes dazu zeigen zu können, würde ich es ganz gerne eben nicht live machen, sondern vorbereitet quasi, sodass ich im Vorfeld eure Fragen sammle und dann treffen wir uns gemeinsam wieder im Video und ich versuche einfach so ein bisschen die Fragen zu beantworten. Ich sage ansonsten erstmal bis zum nächsten Video, hoffentlich dann wieder pünktlich in der nächsten Woche und bis bald, danke fürs Zuschauen, tschüss!